In diesen Zeiten ist ja irgendwie alles anders. Ne? Selbst Netflix gucken ist total strange, oder? Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn Leute in Serien Partys feiern. Oder als diese beiden SpaceX-Astronauten jetzt auf der ISS angekommen sind und dann erstmal so alle anderen so geknuddelt haben. So, komm, lass dich mal drücken. Und dann so, und auf der Erde gibt's was Neues. Alles gut. Warum? Alles fühlt sich plötzlich anders an. Und auch heiraten ist nicht mehr das, was es mal war. Mit der standesamtlichen Hochzeit war das so, dass der Standesbeamte uns eine Woche vorher noch anrief und gesagt hat, 10 Personen dürfen mitkommen. Das war ja noch völlig im Rahmen, haben wir gesagt, das ist ja auch noch okay. Und ja, dann wurde uns, glaube ich, vor ein paar Tagen gesagt, dass wir dann nur noch zu zweit rein können. Ein Jahr Planung, fast umsonst. Oh Mann, alles im engsten Kreis. Das ist natürlich ungefähr so romantisch wie Winterreifen aufziehen. Aber die beiden sind längst nicht die einzigen. Da gab es dieses Jahr so schlimme Schicksale. Frauen, die sich monatelang in ihr Kleid gehungert haben. Die Feier war komplett durchgeplant. Die wussten sogar schon, neben wen sie ihren Nazi-Opa gesetzt hätten, damit er nicht alles versaut. Und dann kam Corona. Der Nagellack der Brautjungfern war perfekt auf die Füllung der Hochzeitstorte abgestimmt. Alles umsonst. Mir tun die alle wirklich leid. Wie alle Menschen, die sich auf was freuen und dann fällt's einfach aus. Einerseits. Andererseits, es gibt da auch diesen Teil in mir, der sagt, endlich hat die Kacke mal ein Ende. Endlich ist dieses Wettrüsten der Heiratswilligen vorbei. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen hartherzig, ne? Aber mal im Ernst. Wenn man genauer hinguckt, sind fast alle diese angeblichen Hochzeitstraditionen vor allem eins: Abzocke. Du bist ja nur neidisch und verbittert und einsam. Ja, auch. Aber Kleid, Torte und der ganze Kram haben genauso viel mit Tradition zu tun wie der Glühwein auf dem Dresdner Weihnachtsmarkt mit dem letzten Abendmahl. Sorry, Pegida, ich weiß, das ist jetzt hart für euch. Tatsächlich ist der vermeintlich klassische Weg zu heiraten eine Erfindung von Reichen für Reiche. Man feiert nicht die Liebe, man feiert sein Geld. Hochzeit. Schönster Tag im Leben. Ob Jahrhundertwende oder 30er Jahre, zu allen Zeiten hat die Braut sich bekränzt und geschmückt. Sie will an diesem Tag die Schönste sein. Nope, nicht zu allen Zeiten. Das wurde den Bräuten erst später eingeredet. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts war Heiraten für Normalos überhaupt keine große Sache. Das lief mehr so handschlagsmäßig, während einer Pause von der Arbeit auf dem Feld. Da gab es ein bisschen Kuchen, vielleicht eine Runde Schnaps für die Nachbarn. Und dann wurde aber wieder weiter Kartoffeln geerntet. Aber die haben doch wenigstens Pärchenspiele auf dem Feld gemacht, oder? Die sind immer so lustig. Ja, mega lustig. Damals hat kaum eine Braut übrigens ein weißes Kleid getragen. Allein schon deshalb, weil sich einfach kaum jemand ein Kleid leisten konnte, das man nur einmal tragen kann. In einer Welt ohne Waschmaschinen, Waschpulver oder Fleckenteufel hast du weißen Stoff auch einfach nicht mehr sauber gekriegt. Die Frauen haben sich halt einfach irgendwas Schickes angezogen, ohne Regeln. Das konnte man natürlich auf Dauer nicht zulassen, dass die einfach anziehen, was sie wollen. Da ging es ja richtig um was. Ja, immerhin konnte man endlich legitimen Geschlechtsverkehr haben. Und ein weißes Kleid sollte ja beweisen, dass die Braut unschuldig und jungfräulich ist. Denn alles, was vor der Ehe gelaufen ist, war vor allem für die Frau eine Schande. Und um diese Schande zu verdeutlichen, die unzüchtige Frauen über ihre Familien gebracht haben, mussten schwangere Frauen in einigen Teilen Deutschlands bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts noch in Schwarz heiraten. Da wussten alle Bescheid. Trendsetterin für das weiße Kleid war dann die britische Königin Victoria. Nee, nicht die, die andere. Genau. Und weil bei ihrer Hochzeit 1840 schon die Presse anwesend war, wollten bald alle im Königreich so eine fette Hochzeit wie die Queen. Und wer es sich leisten konnte, machte plötzlich auf adelig und verkleidete sich zum Ja-Sagen dann als Sahnetorte. Sahnetorte? Selber Sahnetorte? Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckte dann die Industrie das Heiraten als idealen Konsumbeschleuniger. Auf Hochzeitskleid und Torte fahren die Leute voll ab. Ich glaube, da können wir noch mehr rausholen. Brautmagazine, Caterer, Goldschmiede, Floristen und Weddingplanner redeten von da an den Leuten ein, dass sie sehr viel Geld ausgeben müssen, wenn die Ehe gut werden soll.
Ich will eine 12-stöckige Sahnetorte, überall Orchideenblätter und 15 indische Schneeleoparden für den Hochzeitswalzer. Sonst lässt er sich doch sofort wieder scheiden. Ja, Gesellschaft und Industrie haben den Frauen eingehämmert. Heiraten ist das Lebensziel jedes Mädchens. Und noch bis vor wenigen Jahrzehnten galten unverheiratete Frauen als absonderliche Kreaturen. Der oft sehr unsentimentale Volksmund spricht von Drachenburg und Jungfernsilo. Doch diese Drachen bewohnen nicht wie im Märchen wilde, unzugängliche Klüfte, sondern kleine, hübsche Appartementwohnungen. Doch kann man auf die Dauer Alleinsein kompensieren mit Nippes, Büchern, Hobbys, Theaterbesuchen und Spaziergängen? Ja, heiraten war ein Muss. Und eine unheilige Allianz von Brautmodenherstellern, Abtreibungsgegnern und Linda de Mol sorgten dafür, dass das auch so blieb. Oh, Linda de Mol habe ich immer gemocht. Was macht die eigentlich? Ist zweimal geschieden. Oh. Hochzeiten sind immer größer, immer eventiger, immer teurer geworden. In Deutschland veranschlagen Paare im Schnitt 13.000 Euro für eine Hochzeit mit 60 Gästen. Und eine amerikanische Studie hat ergeben, Fotografen, Konditoren und Floristen verlangen mehr Geld, wenn die Kunden heiraten, als zum Beispiel für Geburtstage. Einfach, weil sie wissen, ja, die Brautpaare, die zahlen das eh, weil es eben Tradition ist. Liebe macht eben Bling. Die Folge? Viele Paare verschulden sich massiv. Na und? Dann kaufen wir in den nächsten Monaten eben kein neues Auto. Und keine größere Wohnung. Und kein Essen. Bei eBay stehen übrigens gerade über 45.000 gebrauchte Brautkleider drin. Wahrscheinlich, damit wenigstens ein bisschen was wieder reinkommt. Gut, bei manchen Kleidern ist es vielleicht etwas schwieriger. Aber gute Idee eigentlich. Da fällt es auch nicht auf, wenn man draufkotzt. Aber das ist eher die Ausnahme. Für die meisten Frauen muss es der überteuerte Designerfummel sein. Und warum? Weil das auf Instagram bei der Moni so schön aussah und bei der Kathi und vor allem bei der Diana. Ja, schon wieder die Royals. Aber die treiben das Ganze in regelmäßigen Abständen auch immer hübsch voran. Die alte Victoria war ja nur der Anfang. Als 81 Lady Di und Prinz Charles geheiratet haben, schauten weltweit 750 Millionen Menschen zu. Oh, ich wollte immer Lady Di sein. Also bis sie dann... Dann wollte ich nicht mehr Lady Di sein. In den 10 Jahren danach haben sich Ausgaben für Hochzeiten vervierfacht. Bei William und Kate waren es dann 2 Milliarden Zuschauer. Und was das mit den Konten der Brautpaare von Marzahn bis Ehrenfeld gemacht hat, will ich lieber gar nicht wissen. Okay, die Konsumromantiker sagen jetzt, wer viel Geld investiert, zeigt halt, wie ernst er es meint. Je teurer die Hochzeit, desto größer die Liebe. Diese Theorie haben Forscher jetzt inzwischen aber untersucht und ihr Ergebnis lautet, am Arsch. Im Gegenteil, je mehr deine Hochzeit kostet, desto höher ist dein Scheidungsrisiko. Bei mir nicht. Der Mario und ich, wir lieben uns. Stimmt's, Mario? Mario! Mario? Mario? Also, macht euch nicht so viel Stress mit dem Heiraten. Vielleicht können wir wenigstens das aus der Krise lernen. Man kann es auch ganz einfach durchziehen. Wie in Brasilien gerade. Da gibt es jetzt nämlich Drive-in-Hochzeiten. Alles ist unter Dach und Fach. Sie sind nun per Gesetz Mann und Frau. Ringwechsel im Auto. Den Kuss, den lassen Sie sich auch in diesen Zeiten nicht nehmen. Irgendwann nach der Pandemie wollen Sie mit der gesamten Familie feiern. Ja, und die Hochzeitsnacht dann direkt auf der Rückbank. Ist doch super. Hauptsache ohne Tamtam. Hallo? Ich wollte fragen, ob ich die 50 Schneeleoparden noch stornieren kann. Nicht? Okay, danke.